I've been every voice inside your head. Hallöchen Freunde, hier ist wieder Nerdverse zurück mit einem neuen Star Wars Video. Als der erste Trailer zu Star Wars The Rise of Skywalker veröffentlicht wurde, überraschte das Lachen des Imperators wohl jeden Fan. Wie man im fertigen Film erfuhr, konnte Palpatine überleben, indem er seine Machtessenz in einen Klonkörper transferierte. Um sein Fortbestehen vor der Galaxis und der Neuen Republik zu verschleiern, versteckte sich Palpatine tief in den unbekannten Regionen auf einem antiken Sith-Planeten namens Exegol. Da der Film aber nicht nur die letzte Fortsetzung der ursprünglichen Star Wars Trilogie darstellt, sondern auch die gesamte Skywalker-Saga abschließen musste, gab es, um es kurz auszudrücken, nicht wenige unbeantwortete Fragen zum Gesamtschema. Nach und nach sorgen jetzt aber Romane, Bücher, Comics und Serien für weitere Ergänzungen rund um die Sequels. Eine davon gab es jetzt kürzlich in der aktuellen Darth Vader Comic-Reihe. Ich will euch jetzt nicht die ganze Story der Comics erzählen, da könnte man gleich mehrere Videos raushauen. Stattdessen würde ich euch einfach mal empfehlen, da selbst reinzuschnuppern, denn egal ob man jetzt ein Vader-Fan ist oder nicht, aber sind wir mal ehrlich, wer ist denn kein Vader-Fan, kann mit dieser bisherigen Geschichte eigentlich nichts falsch machen. Deswegen beschreibe ich jetzt mal nur die aktuelle Ausgabe, die enthüllt nämlich, dass Vader über die Existenz Exegols Bescheid wusste. Im 9. Teil der Geschichte wurde Vader von seinem Meister auf Mustafar zurückgelassen und Ochi oder Ochi, der ebenfalls in The Rise of Skywalker als eine Art Sith-Assassine eingeführt wurde, bekam den Auftrag, Vader zu töten. Während dieser Reise fand Vader dann den aus der Eröffnungssequenz von Episode 9 bekannten Sith-Wegweiser und der führt einen auf direkten, wenn auch nicht gerade ungefährlichen Weg nach Exegol. Die Comicserie, welche sich nach den Ereignissen von Star Wars Das Imperium schlägt zurück einreiht, bestätigt hiermit also, dass Darth Vader den mysteriösen Planeten vor seiner tödlichen Konfrontation mit Palpatine durchaus kannte. Angesichts des Zeitpunkts dieser Enthüllung innerhalb vom Star Wars Franchise und der Tatsache, dass wir Leser immer noch nicht wissen, was Vader nun mit diesen neuen recht interessanten Informationen ja anstellt, kann man sich schon mal die Frage stellen, inwiefern Vader in die Pläne seines Meisters vielleicht doch eingeweiht war. Yes, Master. Eine Möglichkeit hier ist, dass Vader zwar nach Exegol reist, aber nie wirklich die zukünftige Bedeutung des Planeten und seine aufblühende Verbindung zu Palpatine in Erfahrung bringt. Das wäre vermutlich auch die beste Option, da es durchaus in den Konflikt mit dem Kanon geraten könnte, falls Vader es tatsächlich schafft, nach Exegol zu kommen, nur um dann zu erfahren, dass Palpatine hier insgeheim seine eigene Wiederbelebung mittels Klontechnologie plant und gleichzeitig die letzte Ordnung versucht ins Leben zu rufen. Das würde meiner Meinung nach jedenfalls Vaders emotionales Opfer in die Rückkehr der Jedi-Ritter, naja, jetzt nicht unnötig darstellen, aber meine Stirn fängt da schon ein bisschen an zu runzeln. Wenn Vader nämlich wusste, dass Palpatine zu diesem Zeitpunkt nicht getötet werden kann, er ihn aber dennoch in den Reaktor schmeißt, naja, ich weiß nicht, das könnte jetzt Vaders wahre Motivation in seinen letzten Augenblicken irgendwie ein bisschen in Frage stellen. Jedoch könnt ihr mir jetzt gerne unten in die Kommentare dann schreiben, was haltet ihr davon, dass Darth Vader über Exegol Bescheid wusste und denkt ihr, dass er vielleicht viel mehr in die Pläne des Imperators involviert war, als man bisher annahm? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video allgemein. Nerdverse sagt Servus, wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und bis dann.